Seekrauts. Hallo Seekrauts-Freunde, willkommen zurück zur Flaschenpost, die erste diese Woche. Und ja, ich habe es ein bisschen gemütlicher gemacht, ein bisschen weihnachtlicher, ich hoffe, euch gefällt's. Und wir wollen gleich durchstarten, wir haben wieder ein paar Themen für euch zusammengetragen. Fangen wir direkt mit dem Update 07.11.1 an. Das wurde vorhin erst veröffentlicht und wir haben es jetzt schon in der Flaschenpost. Morgen am 5. Dezember wird es ein Update geben, so ein Zwischenpatch kann man sagen. Und zwar kann man hier lesen, dass neues Design im Spiel hinzugefügt wird. Der Ladebildschirm und der Neujahrshafen Zipangu werden in einem späteren Zeitpunkt für alle Spieler als Standard ausgewählt werden. Also man vermutet ja dann mal so kurz vor Weihnachten oder so, ne? Dann wird ein Spieler behoben, wo man Errungenschaften in Clangefechten erhalten hat. Dann gab es hier das Problem, dass die Dreadnought nicht auf ihre 21 Knoten kam. Da kann ich mich nicht dran erinnern, hatte ich bis jetzt nicht den Fehler. Die Warnmeldung für Wirbelstürme wurde in Clangefechten falsch angezeigt. Und ja, in der Karte Schleife konnte man glatt durch eine Insel durchfahren. Da hatten sie erst vor kurzem die Karte überarbeitet. Und offensichtlich ist da ein kleiner Fehler passiert, dass quasi die Insel einfach war visuell da war, aber dann von der Kollisionsabfrage nicht da war. Des Weiteren gab es einen Bug, und zwar bei den Black Friday Schiffen, die ja so 100%ig ganz komplett identisch sein sollten. Da hatte sich wohl auch ein Fehler eingeschlichen, dass die Panzerung bei den Black Friday Schiffen ein bisschen anders war als die bei den regulären Varianten. Jetzt ist es so, dass nach dem Patch beide Schiffe die gleichen Werte haben werden. Also ist da dann auch keiner mehr bevor- oder benachteiligt. So, der nächste Punkt ist das Shipstorm Event. Was ist Shipstorm? Shipstorm ist hier ein Turnier auf Divisionsgröße, wird hier auch ja nochmal in der Titelleiste sozusagen schon erwähnt. Anmeldung ist offen, schon seit gestern sozusagen, seit dem 3. Dezember. Wir haben Zeit bis zum 9. Dezember euch da einzutragen. Das Turnier findet dann vom 15. bis 19. Dezember statt. Am 18. Dezember werden die Gewinner bekannt gegeben und ja, die Preise werden am 21. Dezember herausgegeben. Wie kann ein Turnier bis 19. Dezember stattfinden, wenn am 18. schon der Gewinner stattfindet? Oder preisgegeben wird? Ja, keine Ahnung. Steht da so. Ich habe es euch jetzt einfach mal so vorgelesen. Vielleicht ist es ein Tippfehler. Ich weiß nicht ganz genau. Wenn ihr euch anmelden wollt, meldet euch hier oben auf der World of Warships Seite an. Auf Anmeldung klicken und dann kann es losgehen. Gibt eben zwei Phasen. Einmal 8 Battle-Runden für den EU-Server, einmal 8 für den North America-Server. Und die besten Teams aus diesen beiden Runden gehen dann in die internationale Phase und ja, können dann da sich bekämpfen. Zugelassen sind genau 3 Schiffe, ein T8-Schiff, 2 T7-Schiffe, ein Kreuzer, ein Zerstörer, ein Schlachtschiff. Also hört sich interessant an, muss ich ganz ehrlich sagen. Preise gibt es auch, ganze Menge sogar. Kohle, Dublonen, Premium-Schiff nach Wahl. Und dann geht es hier weiter mit Hardware, Headsets und so weiter und so weiter. Wer Interesse hat an diesem Turnier, Entschuldigung, der sollte sich da einfach mal schlau lesen. Gibt da eine Menge Infos, eine Menge Regeln, die man sich auf jeden Fall mal durchlesen sollte. Außerdem gibt es Preise für, wenn man der Spieler im Turnier ist, der den höchsten Schaden gemacht hat, die meisten Torpedotreffer, die meisten Zitadellentreffer oder die meisten Schiffe zerstört hat. Also so ein Torschützenkönig sozusagen. Und ja, ich denke mal, es hört sich ganz spannend an und 3 Leute findet ihr doch bestimmt da draußen schnell mal zusammen. Also ab zur Anmeldung. Ist eine coole Sache. Kurz vor Weihnachten hat man vielleicht nochmal so einen kleinen Bonus. Vor allen Dingen, wenn man die Preise ja auch spätestens am 21. Dezember bekommt, kann man dann aber über Weihnachten so ein bisschen genießen. Nächster Punkt, und das hat man in der letzten Flaschenpost noch nicht gesagt, die West Virginia ist im Hafen. Ihr habt bei uns auf dem Kanal bereits schon gesehen, dass wir die West Virginia für euch vorgestellt haben. Wir haben in unserer üblichen Manier die Schiffsvorstellung gemacht, also alles, was die Geschichte zu dem Schiff nochmal. Wir haben so das Schiff verglichen mit Pendants auf ihrer Tierebene, in dem Fall New Mexico und die Colorado, weil es eben das Schiff ist, was so von T7 auf T6 runtergerutscht ist. Was macht das Schiff besonders? Was macht das Schiff vielleicht nicht so besonders? Alles das in einem kompakten Video, knapp 25 Minuten, aber ihr erfahrt alles. Was sollte man skillen? Was sollte man für Signalflaggen setzen? Ja, worin unterscheidet sich das Schiff denn zum Beispiel zu Colorado? Gut, verfügbar ist dieses Schiff dann bis zum 14.12. Es gibt hier 3 verschiedene Pakete mit verschiedenen Preiskategorien. Das kennt ihr ja alle schon. Will ich jetzt gar nicht groß viel weiter drauf eingehen. Nächster Punkt ist
The Ring. Wir hatten immer wieder ein paar Bonus-Codes für euch, die kamen unter anderem auch von The Ring. Und ja, das war jetzt das Finale und am Ende wurde festgestellt oder hat sich herausgestellt, dass The Mighty Jingles diese Ring-Event hier gewonnen hat. Und als Belohnung gibt es die Möglichkeit, oder gibt es für ihn die Möglichkeit, oder macht ihn bestimmt besonders stolz, dass er demnächst als Kapitän im Spiel vorhanden sein wird. Das heißt, es wird, so lese ich das da heraus, möglicherweise einen Kapitän zu erspielen geben demnächst auf den Namen Mighty Jingles, wo vielleicht dann auch seine Voice-Over hinterlegt ist und solche Sachen. Also, wer Mighty Jingles mag, hat dann vielleicht demnächst die Möglichkeit, diesen Kapitän auf sein Schiff zu packen und dann einfach mal mit ihm zusammen durch die Gegend zu schippern. Finde ich eine ziemlich coole Idee, das mal so zu machen. Mal gucken, wie sie diesen Kapitän dann ins Spiel bringen werden. Bestimmt über irgendwie so ein kleines Mini-Event, wo man ein bisschen was erspielen kann. So, und dann geht's weiter. Und dann kommt das Community Spotlight. Ich möchte euch auch nicht nur unser eigenes Adventsgewinnspiel vorstellen, sondern wir haben natürlich Kontributoren bei World of Warships, die auch ihre üblichen Geschichten machen. Und zwar hier zum Beispiel André Prime, Arktika, der hier seine Adventsvideos veröffentlicht auf seinem Kanal. Einfach mal bei YouTube suchen, dann findet ihr ihn oder ihr geht hier auf die World of Warships Seite, die ich auch wieder unten in die Beschreibung setze. Und hier könnt ihr dann direkt drauf linken und könnt da vielleicht zusätzlich zu unserem eigenen Gewinnspiel daran teilnehmen. Und genauso verhält sich das bei Team Krado, die dann auch ihren Adventskalender gemacht haben. Jeden Tag ein Türchen und so eine Sachen. Also war im letzten Jahr schon besonders spannend. Ich finde das auch wieder dieses Mal toll, dass die Kontributoren sich auch in der Beziehung wieder haben was einfallen lassen und das alles in mühseliger Kleinarbeit und Puzzlearbeit hier zusätzlich machen. Ich finde es toll. Auch wenn sie Kontributoren sind, ist das trotz alledem nicht so selbstverständlich, weil es am Ende eine Freizeit und ein Hobby ist. Und ja, ich finde es toll. Wir bieten euch natürlich auch noch eine Möglichkeit, also wenn ihr da oder bei Arktika zum Beispiel nicht gewinnen konntet oder eure Gewinnchance steigern möchtet, dann macht einfach vielleicht auch noch zusätzlich bei unserem Lichterketten-Adventsgewinnspiel mit. Hier bei uns auf dem Seacrouse-Kanal. Video wird jetzt gerade oben eingeblendet. Und ja, da habt ihr dann auch nochmal Chancen, zusätzliche Sachen zu gewinnen. Und das Mitmachen ist gar nicht schwer und ziemlich einfach. Also, ich würde mich freuen, wenn wir euch nicht nur bei Arktika und bei Team Krado begrüßen können, sondern demnächst dann auch bei uns. So, nächster Punkt ist noch ein Gewinnspiel. Das ist mir jetzt gerade auch noch unter die Augen geraten sozusagen, als ich das Internet nach Nachrichten rund um World of Warships so ein bisschen durchsucht habe. Und zwar gibt's Bob's First Annual Christmas Event. Wie findet das denn statt? Ja, ganz anders als die ganzen anderen Events mit YouTube-Kanal und hast du nicht gesehen, sondern die Bob's, ja, sozusagen segeln durch World of Warships und halten so ein bisschen Ausschau nach besonderen Spielern, nach besonderen Aktionen, die dem Team besonders dienlich waren. Also, good players heißt es hier, will have a chance to win something. Heißt am Ende, ihr fallt den quasi auf, ja, und habt dann die Möglichkeit, was Besonderes zu gewinnen, was im Vorfeld festgelegt wird für den Tag. Und da kann alles Mögliche irgendwie dabei sein. Dublonen oder sogar ein T8 Premium-Schiff. Es wird das halt täglich einen glücklichen Spieler treffen. Aber da gibt es wohl irgendwie noch mehr. Und zwar vom 21. Dezember an, ab 17 Uhr Greenwich Main Time, ja, gibt es einen Stream-Marathon. Und alle halbe Stunde werden da auch noch Dublonen, Premium-Schiffe und Container und viel, viel mehr verlost. Auch dazu gibt es ein Schedule und auch dazu gibt es den Link unten im Video. Also, wie gesagt, Gewinne gibt es zu Weihnachten im Dezember en masse. Nicht nur bei uns, sondern auch bei anderen. Wenn ihr eure Chancen maximieren wollt, das ist jetzt die perfekte Möglichkeit, eure Chancen zu nutzen. Und jetzt kommen wir schon zum letzten Punkt. Ich würde euch gerne noch mehr 3D-Modelle zeigen, aber das ist anscheinend hier so ein kleines bisschen verbuggt im Moment. Ich kann euch im Moment nur ein 3D-Modell zeigen. Das heißt, die nächsten 3D-Modelle gibt es dann in der darauffolgenden Flaschenpost, sobald sich das irgendwie gelegt hat mit dem Bug. Ja, ich hoffe zumindest, dass das dann wieder besser geht. Es gibt ja einige Schiffe, die jetzt im Supertest sind. Wir werden euch dieses Schiff jetzt so ein bisschen näher zeigen. Ich mag den Dampfer ja jetzt schon. T4 Schiff, ja, österreich-ungarische Flotte, ja, hört auf den interessanten Namen Viribus Unities. Und ganz interessant finde ich, dass die Geschütze bei Skoda gebaut wurden.
Ja, ich persönlich hatte selber mal, war mein erstes persönliches Fahrzeug ein Skoda und von daher finde ich das ganz lustig. Und was hier sofort auffällt, vier Türme mit drei Rohren. Also das sind 12 Rohre, die in eine Richtung zeigen können und einen Feind beschießen können. Wow, 305 mm sind da als Kaliber vorgesehen. Und jetzt kommt's, Sigma-Wert. Haltet euch fest, nicht 1,8 oder 2,0. 1,5. Yep. Ja, okay, das heißt am Ende, ich schieße eine Breitseite ab und davon geht vielleicht eine Mumpel dahin, wo ich hingezielt habe. Naja, gut, ist eine niedrige Tierstufe. Bei der Schlagkraft muss man bestimmt ein relativ niedriges Sigma anlegen, damit der Gegner überhaupt noch eine Überlebenschance hat. Und ja, man muss dann natürlich sehen, wie dann auch die Panzerung ausfällt. Ja? 14,7 Kilometer sollte die Feuerreichweite für dieses Schiff sein. 20,5 Knoten schnell. Wie gesagt, das sind jetzt alles Werte aus dem Supertest. Das ist alles subject to change, kann sich also jederzeit ändern. Ich möchte euch bloß mal ein bisschen was erzählen, anstatt euch immer nur das 3D-Modell zu zeigen. Deswegen, das wurde auch unter einem der letzten Videos von unseren Zuschauern requestet. Und von daher habe ich mir gedacht, okay, ich erzähle einfach mal was. Ne? Ist, wie gesagt, das erste österreich-ungarische Schiff wird wahrscheinlich dann das erste Premium-Schiff sein, was in diesem Panasien-Tri. Ach, Panasien. Ja, Gewohnheit, ne? Pan-Europa, das soll ja als neuer Schiffsbaum integriert werden, weil es viele Nationen gibt, die irgendwie Schiffe gehabt haben, aber es wurde nie, es würde halt nicht reichen, um eine komplette Flotte darzustellen, also einen kompletten Forschungsbaum. Und dafür wird es eben einen paneuropäischen Baum geben. Da könnten wir uns sowas vorstellen wie die Spanier, wie die Holländer, wie die Schweden. Wir hatten so einen Artikel ja alles schon auf der Wargaming-Seite. Ja, ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Auf jeden Fall ist das mal ein cooler Anfang. Das Schiff sieht echt beeindruckend aus. Und das 3D-Modell, ihr wisst ja bei Wargaming, die 3D-Modelle sehen immer, immer, immer schicker aus. Ja, man hat mal angefangen und hat sich weiterentwickelt und weiterentwickelt und weiterentwickelt. Ich finde es einfach total genial. Hier steht schon der Name hinten drauf. Also echt ganz nett gemacht. Ja, was kann man dann noch sagen? Plating 19 mm stehen jetzt hier drauf. Oberflächenerkennbarkeit steht jetzt hier bei 10,8 Kilometer. Ihr könnt aber 14,5 Kilometer weit schießen. Also ganz sportlich würde ich sagen. 35.700 Health Points stehen hier aktuell zur Debatte. 180 Grad Kehre dauert 60 Sekunden, also ist doch sehr, sehr langsam, auch so typisch auf dieser Tierstufe. Und 32 Sekunden soll hier die Nachladezeit sein. Alles andere, ja, wie gesagt, ob das dann so bleibt, mag ich jetzt einfach mal bezweifeln. Das jetzt schon direkt so ins Spiel kommt, das wird sich sicherlich als ziemlich stark herausstellen. Das Schiff bei 32 Sekunden Nachladezeit. Muss man halt gucken, ob der Sigma das alles wieder ja, wettmacht, sozusagen. Ne, Verbrauchsmaterialien wird jetzt hier auch zumindest nichts Besonderes angekündigt. Ganz normal Schadensbegrenzungsteam und Reparaturmannschaft 1 und 2 jeweils. Also, das ist ganz normal. Ich persönlich freue mich auf meine Škoda K10-Geschütze. Ja, mal sehen, wann das Schiffchen dann in unseren Hafen segelt. So. Jetzt aber. Genau, jetzt sind wir raus. Gut, auch diese 3D-Modell werde ich euch natürlich unten verlinken, wie alle Artikel, die wir euch jetzt wieder vorgestellt haben. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, ihr habt wieder ein bisschen euren Horizont erweitern können, was es in World of Warships und unserem Universum gemeinsam Hobby so alles in den nächsten Tagen gibt. Und ja, freue mich dann auf euren Daumen nach oben, auf euer Abo, wenn es euch gefallen hat. Empfehlt uns gerne weiter. Wenn ihr euch uns darüber hinaus verfolgen wollt, dann könnt ihr das gerne tun bei Facebook und bei Discord. Die Links stehen ebenfalls unten drin. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video oder eben nachher im Livestream ab 20:30 heute Abend hier. Heute ist der 4.12. wird es auf jeden Fall wieder ge unseren gewohnten Livestream geben. Ich wünsche euch was. Bis dahin, euer Seekreuz-Team, euer Marara. Ahoi! Seekreuz.